Moin, moin und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen Battle Chasers Night War und wir befinden uns immer noch im Dungeon Das Loch und haben 63% entdeckt. Wie man sieht, habe ich die Dungeon-Karte in der letzten Folge gefunden und wir werden uns jetzt durch von Raum zu Raum durchpirschen. Okay. So, wir wollen gleich mit angreifen hier. Dann werden wir gleich mit ein bisschen einen Chimärenstachel einsetzen, und zwar bei ihm. So. Und noch eine Fähigkeit, und zwar und das, nein, das Lauffeuer. Los geht's. Oh, jetzt boot ich auch noch, scheiße. Tod, schreit er. Oh oh. Eieieiei. So. Zwei Dinger treffe. So, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen Schaden reinhauen. Sehr gut, aber wir haben natürlich echt viel verloren, wie man sieht. Aber wir haben gewonnen. So. Ja, gucken wir, wie wir es schaffen. Was? Und er denn nochmal her? So ein Spaß. Schlag. Da muss ich mal kurz meinen guten Freund hier heilen. Das wird das nicht. So, eine Blutung kriegt auch noch. Eine süße Kiste da. Oh, sehr gut. Freut mich. So, Calibretto wird auch noch bald aufsteigen. Mal sehen, was wir gerade machen. Hier, ist das eine Höhle? Nee. Hier geht's auch nicht weiter, okay. Kleine Viecher einsammeln, aber na gut. Oh, hier ist einer unsichtbar. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Mehr Einsatz. Ah, verfehlt. Das ist doch scheiße.
Oh, der verfehlt mir die ganze Zeit, was ich glaube, ich war da hin. Warte mal, was kann man da machen? Ey, den verfehlen wir nur noch da hinten. Jetzt mit Federmaus. Ich muss leider einen nur töten. Oder so ein bisschen. Hier keinen Sinn. Machen wir mal. So, jetzt hat er aber keinen. Hat kein Ausweichen mehr. Uiuiui, habe ich gar keinen Mana mehr für Calibretto. Schade ist, weil ich glaube, er steigt jetzt noch nicht auf, oder? Nee, noch nicht. Scheiße. Welche nächste Runde? Das ist Ding, das war mal heute. Ich bin dann per Messer gefangen. Da kommen wir rein. Hier ist da. Und da sind wir von da gekommen. Die sind hier oben gekommen, ne? Genau. Also geht es nach oben weiter. Müssen wir hier unten erstmal alles lösen. Hoffen wir auch. Was hingeht? Nö. Kann die geheim stellen. Ach, Piss. Verdammt, da. Ich dachte, ich muss mich schon mal direkt stehen. Ich dachte, das ist zu früh. Schaden geben, mehr können wir machen. Und hüpf! Die Monikal gefällt mir echt gut. So, gucken wir mal, wie viel noch fehlt. Ein Kampf noch und wir müssen auf... Ah, vielleicht zwei Kämpfe. Und wie viele Gegner sind. Testen wir in der nächsten Runde. So, das nächste müssen wir inzwischen auffüllen. Wenn wir hier irgendwo sind. Neben einigen Grablektionen finde ich das Tagebuch eines Minenarbeiters. Ein paar Einträge lesen. Weiter Eintrag. Mir ist nicht nach Schlafen, aber mir ist nicht nach Schreiben. Wir sind einem Hinweis gefolgt, um etwas von dem Mana herauszugraben, von dem wir ständig hören. Die Bezahlung ist richtig gut. Ich schätze, ich kann genug sparen, um Ginger diesen Ring zu kaufen, den sie erwähnt hat. Ich kann es kaum erwarten, ihr Gesicht einzusehen. Bildantrag. Wir haben überall gesucht, aber ich will verdammt sein, wenn wir hier auch nur einen Tropfen Mana finden. Einmal hätte ich schwören können, dass ich was gefunden habe, aber es erwies sich als stinknormaler Marmor. Wir hören ständig Geräusche, wenn wir zu schlafen versuchen, sehen aber nie etwas. Die Jungens werden langsam etwas schreckhaft. Lass mal so das Buch eingehen oder so. Warte, mehr Einträge lesen. Siebter Eintrag. Sie hasst das Licht, also lasst das Licht an, was sie auch tut. Ich bin schon lange wach. Ich glaube, ich sehe Ginas Gesicht im Dunkeln. Liegt nur daran, dass ich mich so einsam fühle. Der Rest des Tages ist mit blondem Blut verklebt. Nun, kann man nicht nutzen da, weil... Ich bin so einer erwischt haben da. Da siehst du. Ei, noch richtig.
Crit bekommen, der Gute. Was kann ich denn hier? Muss ich hier ein bisschen aufsammeln. Rissen. Scheiß Fehler, was hier ausweicht die ganze Zeit. Das haut natürlich auch nicht zu. Okay. Eine Berührung. Wir geben mal, das geben wir mal ihm hier. Und du machst mal hier einen schönen. Sehr gut. Dieser nachhaltige Schaden, der schockt, ne? Der haut echt gut rein. So, Kalibat ist aufgestiegen. Das ist super für uns. Das ist wieder komplett da. Er hat ein bisschen mehr Power auch. Muss seine Vorteilspunkte mal an. Muss ich erstmal hier rein durchsuchen, was war das? Oh, schön, dass man hier alles wie vorgestellt hat. Aber jetzt eine große Kiste oder so, das habe ich jetzt nicht gefunden. Okay, man kann überall hinbeamen. Das will man die jetzt nicht. Runter können wir auch nicht. Tagebuch. Jetzt noch nicht weiter. Schade, ich dachte, ich finde hier noch irgendwas von größerer Bedeutung, aber dem scheint nicht so. Na gut, das. Eine kaputte Mauer ist hier auch nicht, ne? Wo sich durchschießen kann. Nur ist nicht da raus. Ne gut, dann gehen wir jetzt weiter. Tagesfund. Einfaches Erz, ein paar Klunker, auch wieder ein paar Knochen. Nicht wie die meisten alten Knochen. Fund. Komischer Klunker, hat schlecht gerochen. Wie kann Metall schlecht riechen? Hab's liegen lassen. Fund. Ein Knochen, zu sauber, außerdem warm. Warm? Geh heim. Zeit für ein neues Notizbuch. Dies hier wird auseinander. So, doppelt hält besser. Ach, den verfehle ich ja noch. Okay. Sieg! Okay. Was ist denn mit da? Da hinten ist eine fette Kiste. Gehen wir hier hin.
Stahlseidengewänder. Okay, gucken wir uns das mal an, oder? Stahlseidengewänder? Das können wir uns mal gucken. Wen könnte das möglich sein? Okay, für ihn, ne? Wie viel Sinn? Kommen wir wieder raus? Auch den kriegen wir. Auch so ein paar. Sehr gut. Yes! Nehmen wir mal schnell den Elementar mit. Höhere Elementar. Na gut. Power benutzen. Du musst doch ein bisschen Leben verlieren. Jetzt einfach nur auf die Fresse bekommen. Ungewöhnliche Teile. Okay, wir haben hier irgendwo eine Werkbank. Gucken wir mal, ob wir die finden. So, haben wir nichts. Festung. Für wen ist sie gut? Brandfackel. Hat die hat bei Angriff eine Chance von 10% bei einem Treffer zu sich 20 nachhaltigen Schaden. Können so ein Ding aber herstellen. Achso, okay. Am besten vielleicht bei. Haben wir genug Materialien? Warum nicht? So, und bei Schal des Küstenfahrers machen wir es auch. Ist ja nicht schlecht, ein bisschen mehr Abwehr zu haben. Und bei Suzi machen wir es auch. So, Brandfackel. Da fehlt uns leider noch da so ein ausgeschlachtetes. Macht ja aber nichts. Gut. Müssen mal ein paar mehr Rezepte finden. Ups. Leben dazu geholt. Los geht's. Yeah.
sehr gut, sehr gut. Ah, guck mal, auch schon ein paar Punkte. Wunderbar. Okay, da ist noch ein so ein Typ, den können wir auch mal mitnehmen. Wurde er getroffen? Ja, anscheinend nicht. Schade. Oh, heil gewesen. Okay, Alpha-Leistung als Pferdenleser, das ist ein bisschen mehr. Aber wir versuchen trotzdem mal erstmal so ein paar Sachen zu machen. Dann gehen wir in die nächste. So. Ah, ein kleiner Clip dabei. Markiert. Oh. So macht man das. Super. Hier liegt irgendwas. Tagesfund. Hartes Erz. Wieder eine Spitzhacke gebrochen und muss mir eine bessere machen. Muss Grimbart besuchen. Fund. Knochenhaufen. Habe ihn nicht angerührt. Später war Haufen nicht mehr da. Muss anderswo gewesen sein, als ich dachte. Mana-Ader. Soll keins mehr geben. Werde reich sein. Fühlte sich heiß an. Gehe es vielleicht später holen. Werd dann immer noch da sein. Wolfsmenschen scheinen nicht interessiert. Muss die Ader verstecken. Tag vorbei. Oh. Einmal außen rum. Eine Kiste. Leimverkrustete Jacke. Was ist denn das? Eine Jacke. Okay, das ist nicht für uns, aber für Gerdo sind richtig super eigentlich. Müssen wir aufpassen mit den Löchern hier, sonst wieder Schaden nehmen. Ich glaube, das haben wir auch alles erforscht hier, ne? Viel mehr gibt es hier ja nicht. Ne, okay. Dann gehen wir in den nächsten Raum. Ist ja nicht mehr so viel. Ah! Abgesehen. Die Fasern dieser alten Schriftrolle sind mit einer besonderen öligen Okay. Welcher Bericht, Marshall Cloak? Lage normal, Minenbetrieb auf hohem Stand, Arbeitsmoral ist normal. Bedrohung durch hiesiges Tierleben und heimische Minen. Hat man schon mal gelesen. Oh, was passiert? Ach cool, da kann man nur einmal sehen, wo die ganzen Löcher sind. Das ist natürlich ärgerlich. Aber warte mal, wir haben gerade ein Buch eingesammelt. So. Libretto, zeig mal, was für verborgene Talente du noch hast. 6 Punkte übrig. Im Endeschlaf werden bei jedem Grund mit 30 Lebenskronen geheilt. Ach, das machen wir doch einfach mal. Okay, also ich kann das sehen, aber ich kenne den ganzen Weg jetzt nicht. Wo sind wir denn hin überhaupt? Okay, aber was bringt mir das denn? Sehe ich zwar, wo ich hin muss. Da drüben muss ich hin. Ne? Das heißt, ich muss einmal. Wie kommt man da hin? Ich muss da irgendwie. Ich muss einmal ganz außen rum. Okay. Müssen wir aber hinkriegen. Warte mal. Ein kleinen Schutz, wenn ich gleich drauf gehen will.
Ah, schau her. Wo geht's weiter? Eieieiei. Jetzt ist aber mal ein bisschen gut hier, ne? Wie soll man sich das denn merken können? Na gut, probieren wir es mal. Muss man sich gar nicht so richtig merken. Man kann eigentlich nur so ein bisschen langsamer gehen. Läuft nämlich direkt rein. Warum so viele Wolfsmenschen? Haben wir gerade schon gelesen. Macht ja aber nichts. Hier, ich bin da links. Okay. Mal hier hoch, seht ihr oben. Noch ein, was hier? Ah, geht nicht weiter. Ah, verdammt. Oh. Was passiert? Okay. Was genau da passiert, wenn wir beim nächsten Mal erleben, das machen wir jetzt nicht mehr. Leider schon wieder vorbei die Zeit. Trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Es bleibt spannend. Bis dahin. Tschüss.